Welcome to the 15th Foscon conference. It basically is in some kind of an anniversary for us. Boy, warte mal kurz. Just a second. Since Lukas stole me the presentation rights, I will steal them back in order for me to be able to steal the presentation. Yes. So again, welcome to the Foscon 15. It is a special year this year, so we will also have a special conference this year. So we have actually the first thing in our conference history. We have the first online-only conference. So this year you won't be able to go to the Bouncy Castle or to go to the coffee booth and get some coffee and talk with people in person, at least face-to-face. But still, we hope you will have a nice event because we try to get to as close as possible. Yes, there will be no Bouncy Castle, but I guess that's pretty critical to resemble online. But we will have a coffee stand where you can talk. We have some hallways where you can meet and talk. We have a chat where you can do stuff. And also we have some partner booths so that you also can visit some friendly companies and watch them. But that's my welcome from my side. Now I will hand over to Professor Dr. Heiden, who is the Dean of the Computer Science Department and will also give an introduction from the department. So, Professor Heiden, just a second. Now. Ah, there it is. Well, thank you, and good morning, ladies and gentlemen. As Dean of the Computer Science Department of One Rhein-Sieg University of Applied Sciences, it is once more my privilege and my pleasure to welcome you today to the 15th Foscon, which is again hosted here in St. Augustine near Bonn, the former German capital. In the background, you can see two slides. Now, the first one, locating BRSU in the world, and the second slide, if someone can flip. Thank you. The second slide for the St. Augustine campus as the physical venue for the virtual Foscon within the region. 15 years of Foscon should have been an anniversary to celebrate. However, this year is different, and so is this conference. The pandemic coronavirus has had and still has significant influence, particularly on events with a large number of participants from different countries. The national and global lockdown and after more or less tentative approaches to regain social activities while waiting for or already dealing with the second wave, we had the opportunity to gain experience with alternative means to exchange knowledge and ideas in a completely digital semester. And though not everything we tried proved successful, we learned a lot. And out of necessity, made a big leap forward in digital exchange. A big leap. That brings us back to the mascot of this conference. So this year, the frog jumps through the internet, and we all are excitedly curious whether this will cause an advanced or a reduced number of participants, to which extent the talks and the other activities associated with this event will be frequented, and of course, whether the technical environment will hold. 2 days ago, we have successfully hosted another virtual conference, Cybersecurity Tech Summit Europe. For the Foscon, of course, we rely on free and open software, but as this type of software has often turned out to be even more reliable, stable, and secure than commercial products, we are confident that everything will be fine. Here at BRSU, the Foscon team, together with the faculty and university staff, have done their best and will continue doing so to provide a fruitful experience for all participants and to make this weekend a time to remember. Interesting, interactive, full of insights, and pleasurable, also as an opportunity to build or renew scientific and personal contacts. These days, several conferences are trying to find a new format that suits best both the pandemic restrictions and the expectations of the participants. This year, Foscon is another of these experiments, and we hope to make it a successful one. This year's Foscon,
such an experiment now. Therefore, we are looking forward to your feedback to learn from it for the future, while we are, of course, hoping that the global threat of the virus will soon be overcome and we will have the opportunity to meet again in person at the next FrostCon. For now, I wish all the best in all regards for this very special conference, the Virtual FrostCon 2020, and pass the word back to the organizers. Thank you all for being with us. Thanks, Professor Haydn, for this short introduction from the faculty. And then I will continue with some small technical introductions, because it is a premiere edition. And since there are some new challenges also on the technical side, I just wanted to show you a bit where everything is, where you find everything. So let's join it. First and foremost, you all made it here, which is good, because then you actually have been either here to the FrostCon page or you knew the link to it. So to enter the event, you can just click here and then you will see the FrostCon landing page, where we also have some information about how everything works. This page can be translated to English if you want to. On any page, there's the language button on the top right corner, where you can just switch the language which is displayed for you. So in order to join the event, you just go to the event and then you see the lecture rooms. So it's basically like a regular conference. We have four main lecture rooms this year, not six, because we thought it would be better to have a more condensed program in order for you to enjoy more talks, to see more, and to not be overwhelmed by the number of talks you can see. Lecture room C116 is a special room, which is the network room this year. So the guys from the networking team are giving some talks there and also have their own schedule. But that's actually what you can see. The schedule is also linked here, which is the link to the regular FRAP program we are using. So you can always check where every talk is and what's going on, and also look at the details. But that's basically what happens every year. A new addition is the chat. The chat room is a general chat room. So here you have to enter your name if you're not logged in. And you will, I think it has to be, wait, yeah, that should be right. And you have to agree to our privacy policy, which is linked here. I see only lowercase letters. fallen for that once more. Check. Okay, so if the stream is lagging for you, you can just switch to the program. I will show you next. So you see, here's a chat where we can do announcements and where you can chat with the whole crew, with everybody who's here and who's joined the chat. I just go back to the Overwatch page. Since the stream is lagging a bit, if you click on the watch button of every talk, you can see. Hopefully the stream will maybe do something bad stuff. Right, because I'm streaming the stream, and no streamception. You can join the video conference. This joins you to the big blue button room where this stream is coming from. You have to accept the conditions that all streams are being streamed live, as on the streaming page, as you've seen, and also are recorded. Since you will not be able to open your camera, you will not be recorded face. If you want to ask any questions at the end of the talk, you can choose by yourself either to write chat messages, which are not recorded, or if you want to ask a speaker in person using your voice, then we can just open your microphone for that. And this part will also be recorded. So please be aware that the lecture rooms are all recorded and streamed. And if you do not want to be streamed or recorded, you either can watch the stream or you just join and without opening your camera and your microphone. It is actually locked. We will unlock your microphone if you want to and if you want to ask questions, but just to make sure. Also, here you can see how many participants we have. We have obviously 57 participants, which is pretty good for an init event, I would say. It's roughly the same size as we see in the lecture hall. And also, you see what is happening. So in the schedule is also shown here. So now we see right now it's the init. The next talk from 10 a.m. will be privacy by design and remote tools in lecture room one. And below that, there are two workshop rooms where you can join if they are open.
There's also one thing: if a stream is live or a room is open, it's marked blue. If it's gray, there's actually nothing happening right now. So also, I cannot join here with my user because I'm not an administrator. So if the room is closed, then you cannot join. But we will open the rooms as soon as the event starts, or mostly some couple of minutes before. Below the workshop rooms, there are four special rooms. Three of them, the Mensa, the Innenhof, and the Kaffeestand room, three here, are mainly for you to talk. If you just want to chat with somebody or talk with somebody without being in a conference room or without using the text chat tool, if you want to talk to people, you can use these. So this is some kind of maybe reminiscent coziness if you want to really to see people and not just sit on your desk all day long and just watch streams. If you have any questions, need help, you can always go to the Orga office, which is basically the same as it always was on the conference. It's the room on top. There's always someone of our organizing team here. And if you have any issues whatsoever, just join there, and then we can try to help you. We also have a phone operations center. Although we are not physically connected, you are able to use SIP telephones in order to join the telephone net and to call each other. So it's a nice addition to that. And below that, that's the final part of our page, our partner venues. So we tried to resemble a bit of the exhibition part. This was not able for the project because then we would have like 50 rooms where maybe some people would run around and some not, and most of the day people would be sitting around doing nothing. And that's why we thought, yes, we want to have partner rooms, partly because the partners are the ones who are able for us to make this conference free for you, and also to have for you to have kind of a resemblance experience. As you see, some rooms here are always are marked in blue, and the logos are rescaling. This means that the room is open. You can join there. There's someone there, and you can talk to the guys there. If a room is offline, you see the logo is not moving, and the room is offline. Marked as offline, you cannot join. If you want to know something about the companies there, you can just click on the logo. And there we have some introduction text, also in German and English. And also you can see here how many participants are in this room. Some rooms also have this set up there. So if you want to know what's happening there, just click on the icons. If you click on the join button, you'll go directly into the rooms. So yeah, and I think that was the part of the technical introduction. So then I would start sharing my screen. I have to look behind the camera, as always. Then we come to the next part of this init, which is some quick words from our partners. This conference couldn't live without partners. We couldn't survive without partners. That's one thing. And that's why we are very thankful that we found some partners who would like to let's go into bold and beyond where nobody has gone before, actually. So to see if the online conference experience is working, if people are joining partner rooms, and in order for you to understand what you can find there, what companies are there, they will give just a short introduction. And the first person giving a short introduction is Stefan from Tarent. I will just share a short one-pager presentation. And then Stefan can start talking. Wait a second, it's this one here. And Stefan, if you want to, you can go on. Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank, Bernd. Tatsächlich war es uns eine Herzensangelegenheit, auch dieses Jahr mit dabei zu sein, auch unter diesen Rahmenbedingungen. Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei der Tarent und ich war 8 Jahre lang auf der Frostcon. Ich glaube, wir begleiten diese Veranstaltung mit großer Begeisterung seit vielen Jahren. Warum tun wir das? Wir sind ein Softwareentwicklungsunternehmen hier aus der Region mit 200 Mitarbeitern in Bonn, überwiegend in Bonn, ein paar Kollegen auch in Berlin und in Köln, aber in Bonn die überwiegende Anzahl an Kollegen. Wir kommen aus der Open-Source-Welt. Das spielt bei uns nach wie vor eine wirklich große Rolle. Wir arbeiten im spannenden Projektgeschäft mit mittleren und großen Kunden, streben dabei stets nach technischer und methodischer Exzellenz. Das spiegelt sich auch so ein bisschen bei uns in der Organisationskultur wider. Ich glaube behaupten zu können, dass wir recht gereiftes, agiles Management betreiben in der Organisation, wo Transparenz, Offenheit und Vertrauen eine große Rolle spielt. Wir legen sehr viel Wert auf Menschlichkeit im Umgang mit unseren Leuten, Selbstverwirklichung, wenn man sich bei uns
umtut als Softwareentwickler, als Architekt, als DevOps-Spezialist, was auch immer. Man ist nicht festgelegt sozusagen auf seine Rolle. Rollen sind bei uns flexibel. Man kann auch mehrere Rollen einnehmen. Das versuchen wir auch zu unterstützen bei unseren Leuten. Wir investieren wirklich erheblich in Weiterbildung. Wer bei der Talent arbeitet, hat auch neben einem erheblichen Budgetanteil, der dafür zur Verfügung steht, die Möglichkeit, 12 Tage im Jahr wirklich sich ausschließlich dem Selbststudium zu widmen. Wir haben eine sehr bewusste Belegschaft, das finden wir auch gut. Ethik, Ökologie und Nachhaltigkeit spielt bei uns eine Rolle. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch aus der Open-Source-Kultur heraus. Wir unterstützen Pro-Bono-Projekte im Nachhaltigkeitsumfeld. Wir lehnen Kundensituationen aus ethischen Gründen ab. Von daher glaube ich, dass es eine besondere Erfahrung ist, sozusagen das Leben in der Tarent zu teilen. Wir haben einen Stand, das hat der Bernd gerade schon gesagt, einen virtuellen Stand in der Partner-Ecke oder bei den Venue-Partners. Der ist jetzt die ganze Zeit besetzt von Kolleginnen und Kollegen. Wir würden euch sehr freuen, euch da mal begrüßen zu dürfen und uns mit euch auszutauschen. Vielen Dank. Dann vielen Dank, Stefan. Und dann würde ich das Wort weitergeben an die Sandra. Ich gehe kurz zu meinen Folien zurück von B1. Hallo. Hi. Ja, mir hört dich. Gut, okay. Dann Fritz, auch ich habe hier noch eine kleine Folie. Ich weiß nicht, Jana wollte die, glaube ich, noch schicken, aber das hat sie nicht mehr geschafft. Ich habe dich jetzt gerade zum Präsentator gemacht, da kannst du sie fix hochladen und zeigen. Danke. Geht gleich weiter. So, Sekunde. Alles gut. Jetzt kommen die Slides. Daumen drücken, dass es klappt. Bei der Probe war es zumindest der Fall. Ich bin sowieso überrascht. Bisher läuft das überraschend gut, würde ich sagen, für den ersten Event auf der Online-Konferenz. So. Mit gewohntem Layout. So, ja, hallo zusammen. Ich bin die Sandra, ich komme von der B1 Systems und auch wir freuen uns auch in diesem Jahr, leider nur virtuell teilnehmen zu dürfen. Wir sind auch schon ein paar Jährchen dabei und freuen uns auch immer wieder auf euch, auf das Team. Und sind sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird. Und vielleicht ganz kurz zu uns. Ja, wer wir sind, was wir tun. Also B1 ist ein Dienstleistungsanbieter, der unabhängig von Herstellern und Distributoren arbeitet. Und da wir schon seit Beginn, also seit 2004, schon immer sehr stark in der Open Source Community verwurzelt sind, ist uns das natürlich hier auch ein Herzensanliegen, möglichst euch zu supporten, wo es geht und hier immer wieder mitzumachen und was ist sonst noch so zu sagen? Wir sind sehen uns eigentlich gerne als Partner unserer Kunden und versuchen möglichst individuelle Lösungen und bestenfalls natürlich Open Source anzubieten. Und wir sehen könnten, haben wir auch noch ein paar Partner hier mit aufgelistet. Wer da nähere Infos haben möchte, darf natürlich auch später zu uns im Stand kommen. Was machen wir denn im Konkreten? Das bezieht sich auf Consulting, auf Trainings, auf Managed Service, wir machen auch Support tatsächlich und da ist alles dabei, vom Proof of Concept bis hin zur 24/7 Betreuung der IT-Landschaft unserer Kunden
Und in unseren, ja, in dem Zusammenhang haben wir natürlich sehr viele Kolleginnen und Kolleginnen, die hier bei Kunden vor Ort sind. Wir sind deutschlandweit verteilt. Das heißt, wir sind überall, wenn man so will. Bieten dann Kunden sowohl vor Ort als auch remote unsere Leistungen. Genau. Kernthemen wie bei den meisten aktuell sind natürlich auch die Cloud-Themen, also rund um das Thema Virtualisierung, Container, jetzt in den letzten Jahren auch immer stärker werdend die Themen rund um die Automatisierung von Prozessen. Auch wir sind jetzt mit Corona auch in den Bereich Videokonferenzen eingestiegen. Also wir haben unsere eigene Plattform, bieten dort über B1 at Home die Möglichkeit, Videokonferenz-Tool kostenfrei zu testen und natürlich ein Open-Source-Tool. Und das ist so ein kleiner Auszug aus dem, was uns so umtreibt. Dann müssten wir eigentlich schon fast durch sein. Genau, wer uns irgendwie erreichen möchte, wir sind auch in den sozialen Medien unterwegs, unter anderem auch auf Mastodon, hier einfach FB1 Systems. Und ansonsten erreicht ihr unseren Stand unter partner/B1. Dann haben wir uns überlegt, was könnten wir euch denn an unserem Stand so bieten, jetzt wo wir alle in unserem Homeoffice oder Heimarbeitsplatz sind. Heute um 11 kommt eine Kollegin aus unserer Entwicklerecke vorbei und steht euch Rede und Antwort um 13.30 Uhr. Geht so ein bisschen ins Thema Bewerbung. Wir haben unseren internen persönlichen Bewerbungscoach mit dabei. Und morgen ist der Kollege aus dem Bereich OBS, Kiwi und SUSE Manager mit von der Partie und darf gelöchert werden. Und auch da werden wir nochmal eine kleine Bewerbungssession haben. So, ich glaube, das war's von meiner Seite und ich gebe weiter. Super, vielen Dank für die Präsentation. Und als nächstes wäre dann der Kollege Carsten, glaube ich, dran. Ja, Bernd, vielen Dank. Schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Zunächst erstmal, Bernd, könntest du mal kurz nicken, wenn du mich hören kannst? Prima, yes. Danke. Okay, also mein Name ist Carsten Thalheimer. Ich arbeite innerhalb der Oracle für die MySQL-Abteilung. Ich erkenne einige von euch im Chat bereits. Ich bin auch jetzt nicht das erste Mal dabei. Ich habe tatsächlich mein 10-jähriges Frostcon-Jubiläum. Die letzten 10 Jahre war ich dabei, bis auf einmal, wo ich krank gewesen bin. Ja. Von der Seite, wer vielleicht letztes Jahr bei uns am Stand gewesen ist, so sehe ich hoffentlich immer noch aus, nur halt ein Jahr älter, ja. Ich vermute, dass ganz viele von euch MySQL schon kennen. Trotzdem mal einige Worte hier zur Geschichte. Also MySQL gibt es nicht erst irgendwie seit ein paar Jahren. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren. Wir hatten im Mai dieses Jahres unseren 25-jährigen Geburtstag gefeiert. Und wie ihr bestimmt auch wisst, wurde MySQL vor allen Dingen durch die Verbreitung des Internets in den 90er Jahren praktisch zum Quasi-Standard für dynamische Webauftritte. Hier vor allen Dingen unter Linux und Apache und dann mit Python, Perl und PHP. Das Ganze hat sich so ein bisschen geändert. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber das ist letztlich so der Grund, warum wir groß geworden sind. Jetzt wundert sich der eine oder andere. Das ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, aber nichtsdestotrotz. Ich hatte gesagt Oracle und ich hatte gesagt MySQL. Das sorgt manchmal so ein bisschen Verwirrung. Also von der Seite, seit den 25 Jahren hat sich die Welt so ein bisschen weitergedreht. MySQL wurde 2008 von Sun Microsystems übernommen und wie ihr bestimmt auch wisst, wurde Sun Microsystems von Oracle in 2010 übernommen. Das heißt also, MySQL ist über Sun Microsystems zu Oracle gekommen und da sind wir heute auch zu Hause. Wir sind eine abgeschlossene Geschäftseinheit. Oracle ist der Besitzer von MySQL. Nichtsdestotrotz, wir sind immer noch MySQL und jetzt auf der Event werdet ihr ganz viel MySQL sehen, aber tatsächlich MySQL gehört eben zu Oracle.
Und obwohl tatsächlich Oracle Sun Microsystems und damit MySQL 2010 übernommen hatte, das wurde von vielen sehr kritisch gesehen, muss man doch sagen, heute, 10 Jahre später, ich komme tatsächlich auch aus der Sun Microsystems Zeit noch, dass MySQL so ein bisschen in der Form seines Lebens ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überkandidelt und ob man das überhaupt für Software so sagen kann, lassen wir mal dahingestellt. Aber wir haben tatsächlich also den Datenbank des Jahres Award letztes Jahr gewonnen. Wir sind auf Stack Overflow in den ganzen Umfragen seit vielen Jahren mit weit über 50% eigentlich immer die Nummer 1 Datenbank, wenn es um Softwareentwicklung geht. Und tatsächlich nimmt diese Popularität sogar noch zu, und zwar absolut und auch relativ gesehen. Aber zu dieser Seite einfach mal Google befragen oder dann einfach mal am Stand vorbeikommen. MySQL wurde seit jeher als Dual-Lizenz angeboten. Das heißt, es gibt eine Open-Source-Version, es gibt halt auch immer eine Oracle-Lizenz oder eine Oracle-Version. Die Open-Source-Version basiert auf der GPL-Version, auf der GPL V2-Version, wobei mir da immer ganz wichtig ist zu erwähnen, dass tatsächlich die Core-Datenbank, die Core-MySQL-Datenbank, ob Open-Source oder kommerziell, 100%ig identisch ist. Das war nicht immer der Fall, vor allen Dingen in seinen Microsystems gab es da ein bisschen Diskrepanzen, und seit 2 Jahren ist es tatsächlich jetzt so, dass also auch die letzten Libraries angeglichen wurden und die Open-Source und die kommerzielle Version von MySQL für das Core-Datenbank-Produkt ist tatsächlich identisch. Vor 10 Jahren mit der Übernahme von Oracle kam es zu einer ganz wesentlichen Änderung, die dazu führt, dass wir eben da sind, wo wir heute stehen. Oracle hatte bereits schon viel früher eine andere Firma übernommen, InnoBase OI, die sogenannte InnoDB Storage Engine. Und wo wir übernommen wurden, wurden wir tatsächlich dann in ein Team getan. Und das heißt also, dass die MySQL-Datenbank, so wie wir sie heute kennen, ist vollständig ACID-compliant auf Basis InnoDB. Das ist unsere Standard-Datenbank. Und das hat letztlich vieles erst möglich gemacht. Das ist alles, wie gesagt, Open Source. Das basiert alles auf der GPL-Version. Und das hat letztlich dazu geführt, dass sehr, sehr viele große Firmen heute wie Facebook und Twitter und Booking und Uber und ja, praktisch alle größeren Firmen MySQL im größeren oder im kleineren Stil einsetzen. Und an dieser Stelle vielleicht noch viel wichtiger, das Thema Cloud ist ja so ein bisschen omnipräsent, vielleicht jetzt nicht in unserer Zeitzone, nicht in Europa, aber in anderen Ländern ist das tatsächlich sehr stark am Kommen. Und auch hier ist MySQL so quasi die Standarddatenbank. Das ist jetzt ganz egal, ob das Amazon, ob das Google, ob das IBM, ob das die Deutsche Telekom, ob das irgendwelche lokalen Anbieter oder natürlich auch die eigene Oracle Cloud ist. MySQL ist typischerweise in einem kleineren oder in einem größeren Umfang dann eben da. Am Stand selbst stehe ich zur Verfügung für alle Anfragen, Feedback, technische Probleme, ja, Wünsche für die Zukunft, Probleme, die es in irgendeiner Art und Weise gibt, ob das die kommerzielle, ob das die Community-Version ist von MySQL, ob das die Cloud-Version ist von MySQL, ist mir an dieser Stelle relativ egal. Ich bin also hier da, um letztlich auch so ein bisschen Feedback zu sammeln. Ich habe einige Demos vorbereitet, vor allen Dingen im Bereich von Hochverfügbarkeit und Security. Teile davon werde ich auch morgen auf meinem Vortrag vorführen. Und ja, seid ihr natürlich alle ganz herzlich eingeladen. Wie gesagt, ich bin an meinem Stand alleine, aber das Schöne an dem Virtuellen ist, dass ich mir natürlich den ganzen Backhand von meinen Kollegen holen kann. Und immer dann, wenn ich am Ende mit beim Latein bin, habe ich eigentlich so ein bisschen den Rückhalt von den ganzen Entwicklern, die allerdings nur in meiner Zeitzone sind, also die Amerikaner oder auch die Inder, konnte ich jetzt nicht überzeugen, mich hier zu unterstützen, die ich bei Bedarf dann einfach mit reinholen kann. Also von der Seite, wenn es irgendwelche Fragen gibt und auch irgendwelche tiefgängigen Fragen, ich bin per se kein Entwickler, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das alles relativ schnell abdecken können, und von der Seite würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn ihr am Stand einfach mal vorbeikommt. Wir sind heute und morgen da, außer wenn ich morgen präsentiere. Ich sag mal zur Not einfach vielleicht 5 oder 10 Minuten später nochmal probieren. Das wäre es gewesen. Bernd, by the way, super Sache, also finde ich ganz toll, dass das klappt. Mache ich jetzt so das allererste Mal, aber soweit wirklich tolle Unterstützung. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir teilnehmen dürfen. Gerne, und es freut mich, dass ihr Partner von uns seid. Dankeschön. Als nächstes würde ich über weitergeben zum Konstantin, zur Konstantin? Hallo. Ich legen, zum Konstantin. Warte mal, ich schiebe dir noch deine Folien hier rein, damit du auch noch gucken kannst, und gebe dir sogar auch noch die Rechte. Ich bin ja heute nicht so, heute immer großzügig. Das heißt, dann haben wir gleich auch noch deine Präsentation da, und du kannst dir auch noch selber klicken. Da musst du mir nämlich nicht die ganze Zeit sagen, von wegen, klick doch mal hier, klick doch mal da. Okay. Dann mache ich dich nämlich gerade mal zum Moderator, zum Präsentator. So, jetzt kannst du. Wunderbar. Hallo, ich bin der Konstantin Dieber. Ich arbeite als Entwickler bei der LinaX, und weil bei uns die Arbeitssprache Englisch ist, halte ich auch die Präsentation auf Englisch.
So LeanIX was founded in 2012, and we're a product company that serves the enterprise architecture market. You have a few numbers. We have in over 50 countries, 230 employees in many offices around the world, and quite a bit of funding that helps us to grow aggressively. You could call it the Google Maps for IT, so enterprise architecture. What is that? I have never heard of enterprise architecture before I joined LeanIX, and it's pretty hard to explain, but basically IT architecture and enterprises have a lot of software in their within their company, and it's hard to manage this, and LeanIX helps there. We have 250 of our customers also have over 55,000 users, and as you can see, many different departments are trying to do enterprise architecture right by using LeanIX. We are proficient in many languages. Our front ends are usually built in Angular, and our most used backend language is Java. Our working language is English, as said before, which is why we have a lot of international talents. So you can't just improve your programming expertise with us, but also your second language, which was a big win for me when I joined. We listen to the ideas of our developers, and if you see opportunities to improve the engineering processes and provide solutions, we are happy to hear them. Our management is young, professional, and approachable, and I think you can also see that in the way we are handling COVID. It's pretty unnoticeable in our engineering processes. It's pretty nice. Our product exclusively runs in the cloud, and our microservice architecture is constantly improving. This was what it looked like in 2018. I didn't take the time to create a new slide like this for this year, but just to give you an idea, by Q4 2020, we'll be 18 teams in 4 tribes. So, and there's always a lot of growth going on. It's a very dynamic company, and it's a lot of fun. Please visit our booth. You can get to know us. We have a lot of developers, mostly developers, and some people from HR at our booth. We're happy to answer any questions. You can find out how we work, have some fun, hopefully, and enjoy the FOSCON. I'm looking forward to the talks. Thanks. Thank you, Konstantin. Dankeschön. Und als nächstes machen wir weiter mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Auch du kriegst deine Folie, Andreas. Ja, mach bitte die englische Version einfach nach vorne. Ist das die IVS einzeln, ist da auch die englische drauf, ja? Genau, es sind 2 Folien. Alles klar, dann lege ich dir sofort die englische auf. Ich lade es gerade hoch. Das ist auch nur eine Einzelfolie, ne? Genau. Super. Kommt, es kommt. Just a second. Uploaded and the English version. Genau, okay. Und ich spreche auf Deutsch. Ich bin ja vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Deutsch gut, ja. Das ist auch tatsächlich etwas, was wir als kulturell bei uns leben, dass jeder bei uns arbeiten möchte, zumindest rudimentär Deutsch kann oder zumindest es lernen will. Aber gut, zurück. Ich heiße Andreas. Ich habe eben noch mal nachgeguckt, seit wann wir auf der FOSCON sind. 2009, die ersten 3 Jahre davon als Projekt, hatten wir Projektstände mit einzelnen Open-Source-Software-Entwicklungen von uns. Und seit 8 Jahren sind wir Partner, wie man das so schön sagt. Ne? Also Sponsoren dürfen wir uns nicht nennen, weil wir keine Firma sind. Wir sind öffentlicher Dienst, gehören zum Wirtschaftsministerium. Aber wir sind gerne Partner und natürlich auch in diesem Jahr, wo wir uns nicht live vor Ort treffen. Und für mich persönlich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten von den Vortragenden oder den anderen Leuten, die auf der FOSCON rumlaufen. Für mich persönlich das Schlechteste, Schlimmste ist, dass ich keinen Kaffee kriege von Kaffeetante Ruth aus Bonn. Das war für mich tatsächlich immer das Highlight der FOSCON. Nun gut, ich habe meinen eigenen Kaffee von einer Rösterei aus der Kölner Südstadt, ist auch okay. Aus Costa Rica. Damit werde ich mich schon über Wasser halten. Und genau, also ich arbeite im DLR, im Institut für Softwaretechnologie in Köln. Wir sind aber auch noch in der Nähe von München, in Berlin, in Bremen und in Braunschweig vertreten. Das DLR insgesamt macht ja Forschung im Bereich Raumfahrt, Luftfahrt, Energie, Verkehr und so weiter. Und wir, unser Institut, ist dafür zuständig, im Bereich Software zu forschen, und zwar Softwaretechnologien, Software-Engineering,
die gebraucht wird in diesen ganzen anderen Forschungsgebieten wie Raumfahrt und so weiter. Wer Faible für Raumfahrt hat, können sich daraus schon ableiten, dass es sehr spannend ist, was wir machen. Das ist selbstverständlich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich seit 22 Jahren im DLR festhänge, also gerne dort festhänge und auch nicht mehr weg will bis zur Rente 2036. Weil es sich auch immer ändert, immer was Neues kommt das auch nicht abzusehen ist, dass sich das ändert. Worüber wir bei uns in der Abteilung arbeiten, ein paar Schlagworte sind auf der Folie zu sehen und darüber erzählen wir auch gerne mehr, wenn ihr zu unserem virtuellen Stand kommt. Wir haben, glaube ich, nicht wirklich Demos vorbereitet, weil vieles, was wir heute machen, ist mit Virtual Reality und das ist jetzt bei diesen Online-Tools, zumindest im Big Blue Button, noch nicht so richtig toll unterstützt, muss man leider sagen. Aber es gibt ja auch nächstes Jahr noch eine Forscon und wenn das alles schlecht läuft, auch dann wieder online. Genau. Und ich hatte schon angedeutet, wir waren ja schon 2009 auf der Forscon mit Open Source Projekten. Open Source ist bei uns entscheidende Kerntechnologie. Wir entwickeln viel Open Source und unterstützen auch viele Gruppen im DLR mit Open Source Entwicklung. Deswswegen ist es natürlich eine Ehre, bei der Forscon jedes Jahr dabei zu sein. Und wie gesagt, wir sind auf dem Stand. Es sind neben mir verschiedene Kollegen abwechselnd da und schaut gerne vorbei. Danke, das war's. Super, vielen Dank, Andreas. Dann kommen wir quasi zu dem letzten Partner und danach habe ich noch was Kleines anzukündigen. Ich weiß, wir nähern uns der Endzeit. Ich entschuldige mich schon mal ganz tief bei Judith, dass wir ihr etwas Vortragszeit klauen, aber du kannst überziehen, wir haben genügend Pausen zwischen den Vorträgen. Then also just some short words from my side. So we also have the partner Gonikos. They also have a booth here. They have a nice video prepared. Then I will try to show it tomorrow morning at our init 2.0. We will see if it works by then. We also have some quizzes this year. We have some prizes from some of our partners, B1 also being here, and also some media partners like Rheinwerk Verlag, D. Verlag, and the Linux Professional Institute. So you can win stuff here. We have some books from Rheinwerk Verlag. We have 5 ebook vouchers from different Verlag and some plush tuxes in different sizes, and also 3 vouchers for LPI exams. Silence, no sound. Oh, hört ihr mich? Okay, so it seems not everyone is hearing me. So the technical difficulty started at the end, that's good. So most of it finished by now. okay. So, yes. We will do the quizzes throughout the day. Not all prizes will be coming to all quizzes. We have some prizes at some quizzes, and I will announce via the chat and also using our social media channels when the quiz will take place. We will hijack the partner rooms if they are willing to a bit for the quizzes. We do not go into a lecture room, but we will go into a partner room. In accordance with the partners, for sure. You can participate in the quiz there and win stuff. Otherwise, wish you a very nice experience. Have a nice FrostCon conference. I'm happy to see people here. That's one of the main things I have to say. I'm happy that are people here, which are not organizing stuff and which are not partners. Somehow the word obviously got out. No, not somehow, but the word got out that we have a conference and it's online and people found us. So I will hope everyone has a nice conference, has fun here, and gets some nice experiences. And from my side, have a nice day and visit our partner booth if you want to get to know something about them. Bye-bye.